Ich habe meinen Vortrag heute zwischen Himmel und Hölle genannt und will darin eingehen auf die Skala der Gefühle. Das heißt, ich möchte darstellen die große Spannweite der Gefühlsmöglichkeiten, die es gibt. Ich habe dabei nicht so sehr das Menschliche allein im Auge, sondern will untersuchen, welche Gefühle denn in den Existenzformen, die generell möglich sind, verteilt sind, wie die zugeordnet sind. Das ist, wenn ihr so wollt, ein globaler Blick auf unser Thema. Und ich werde das anhand ausgewählter Lehrtexte aus dem Pali-Kanon tun, damit ihr immer auch mal wieder das Original sozusagen hört. Zu Beginn will ich erinnern, dass der Buddha einen inneren Zusammenhang sieht zwischen dem, was wir tun und dem, was wir erleben. Sondern das karmische Gesetz, die karmische Gesetzmäßigkeit unserer Existenz bezogen auf unser Thema. Die Gefühle, die wir erleben, egal welche es sind, sind letztlich immer abhängig von unseren eigenen vergangenen oder jetzigen Aktivitäten. Wenn man das platt ausdrückt, gute Handlungen führen zu angenehmen Gefühlen, schlechte Handlungen führen zu unangenehmen Gefühlen. Das ist mal ganz einfach in eine Formel gebracht. Ethisch einwandfreies Handeln hat positive Ergebnisse, ethisch zweifelhaftes, mieses Verhalten hat entsprechend schlechte karmische Folgen. Oder im Bild gesprochen, helles Wirken, helles Ergebnis, dunkles Wirken, dunkles Ergebnis. Und das will ich anhand eines Wortes des Buddha nochmal euch näher bringen. Was ist denn das für eine Tat, die dunkel ist und dunkle Folgen hat? Da begeht einer in Werken, in Worten und in Gedanken leidvolle und leidbringende Handlungen. Hat er das getan, so gelangt er in einer leidbringenden Welt wieder zum Dasein. Und ist er in einer leidbringenden Welt wieder zum Dasein gelangt, begegnen ihm leidbringende Berührungen. Sind ihm leidbringende Berührungen begegnet? Fühlt er ein leidbringendes Gefühl, einzig leidvoll, gleich wie etwa höllische Wesen. Deshalb Stichwort zwischen Himmel und Hölle. Was ist eine Tat, die hell ist und helle Folgen hat? Da begeht einer in Werken, in Worten und in Gedanken nicht leidbringende Handlungen. Hat er das getan, so gelangt er in einer nicht leidbringenden Welt wieder zum Dasein. Und ist er in einer nicht leidbringenden Welt wieder zum Dasein gelangt, begegnen ihm nicht leidbringende Berührungen. Sind ihm nicht leidbringende Berührungen widerfahren, fühlt er ein nicht leidbringendes Gefühl. Einzig freudvoll, gleich wie etwa die strahlenden Götter. Das steht sozusagen für den himmlischen Bereich der Erlebnismöglichkeiten. Alles andere, was wir noch erfahren können, ist in diesen beiden Extremen irgendwo unterzubringen, liegt irgendwo dazwischen. Das heißt, hier sind unterschiedliche Existenzformen angesprochen. Wir kennen die menschliche Daseinssphäre aus eigenem Erleben. Aber hier ist von Daseinsmöglichkeiten gesprochen, die nicht unbedingt zu unseren Alltagserfahrungen gehören, die wir vielleicht allenfalls aus mythologischen Überlieferungen oder Erzählungen kennen, aber nicht aus eigener Erfahrung. Der Buddha spricht tatsächlich von insgesamt 5 Daseinsformen, also von 5 grundlegenden Möglichkeiten, wie man Existenz erfährt. Und nicht zu vergessen, er spricht von einer Daseinsform, wobei das Wort Daseinsform da schon nicht mehr stimmt, jenseits all dessen, das ist, was der Erwachte das Nirvana nennt. Also das, was jenseits des Erfahrbaren und jenseits des Vorstellbaren liegt. Und alle diese 5, das ist ja unser Thema, alle diese 5 Existenzformen haben bestimmte Gefühlsqualitäten, die man ihnen zuordnen kann.
Also Grunderfahrungen von dominierenden Empfindungen. Und das will ich jetzt im Einzelnen ein bisschen aufbereiten. Zum Einstieg nochmal, sagt der Erwachte, es gibt 5 Daseinsfährten. Die Hölle, das Tierreich, das Gespensterreich, die Menschenwelt und die Götterwelt. Diese Daseinsfährten kenne ich und ich kenne auch die Wege, die nach dem Tode zu diesen Daseinsfährten führen. Auch das Nirvana kenne ich und den Weg, der zum Nirvana führt. Den Weg, auf dem man durch Abwehr der Anwandlungen die anwandlungslose Befreiung des Geistes, die Befreiung durch Weisheit schon in diesem Leben erkennt, verwirklicht und erreicht. Das ist sozusagen das Generalthema. Und der Erwachte sagt, guck mal, wenn ihr Existenz anschaut, dann bleibt nicht eng bei eurem Erfahrungsbereich, sondern macht euch klar, dass da viele andere Dimensionen von Möglichkeiten des Erlebens noch da sind. Und er fügt hinzu, ich weiß aus eigener Erfahrung, ich weiß aus eigener Erkenntnis, dass das da ist. Ich erzähle nicht irgendwas weiter, was ich gelesen habe oder von meinen Lehrern gehört habe, sondern aus eigener tiefer Einsicht in die Realität rede ich, um was es geht. Und ich weiß auch, welches Verhalten, welche Handlungen jeweils den Menschen oder die Wesen in diese einzelnen Daseinssphären führen. Ursache und Wirkung. Und darüber, sagt der Buddha, rede ich. Im Anfangszitat war hier schon das Stichwort höllische Wesen gefallen und ich setze da fort. Ich durchschaue das Herz eines Menschen und erkenne, dass er infolge seines Lebenswandels nach dem Tode in Leid und Qual an Stätten der Pein in die Hölle gelangen wird. Und später sehe ich ihn mit himmlischem, klarem, übermenschlichem Blick, wie er in der Hölle nichts als Qual, Pein und Schmerz erduldet. Das geschieht so wie in diesem Gleichnis. Da ist eine mannstiefe Grube voller glühender Kohlen, ohne Flammen und ohne Rauch. Geradenwegs auf diese Grube zu wandert ein in der Sonnenglut erhitzter, ausgedörrter, dürstender Mann. Ein scharfsichtiger Mann, der ihn erblickt, sagt voraus, dass jener auf seinem Wege zu der Kohlengrube kommen wird, und später sieht er ihn, wie er in die Grube gefallen, dort nichts als Qual, Pein und Schmerz erduldet. Das erste Beispiel von Erlebensmöglichkeiten unserer Sprache, unserer Überlieferung als Hölle bekannt und bezeichnet. Und wenn man jetzt fragt, das ist ja unsere Aufgabe, was ist denn die hauptsächliche Gefühlsqualität, die sich in diesem Erlebenskontext zeigt? Da heißt hier das Stichwort Leid und Qual, nichts als Qual, Pein und Schmerz. Und das zeigt oder das definiert Hölle als eine Erlebensform, wo ein Gefühl dominiert, nämlich das Gefühl, aua, es tut weh. Und zwar in einer extremen Form, dass da nichts anderes als dieses Gefühl erfahren wird. Und zwar in einer doppelten Hinsicht. Negative Gefühle, Schmerzen, die aus dem Körper kommen und aus dem eigenen Geist kommen. Negative Gefühle, die man in sich spürt und negative Gefühle, Schmerz, Pein, der einem noch von außen zugefügt wird. Also was anderes an Konzentration von Dukkha kann man sich gar nicht vorstellen. Und zu diesem Erlebensbereich, zu dieser Erlebensform wird noch gesagt, dass sie sehr, sehr lange dauern kann. Also sozusagen keine Möglichkeit des Entrinnens gibt. Bei menschlichem Schmerz hat man die Möglichkeit, in Ohnmacht zu fallen, Medikamente zu nehmen, irgendwas zu tun, um ab und zu mal rauszukommen, vielleicht in den Schlaf zu fallen. Und höllisches Erleben wird definiert als ein Zustand, der so ist, wo es kein Entrinnen gibt, es sei denn, dieser Erlebenszustand hat ein Ende dadurch, dass die karmischen Wirkungen zu Ende gehen. Und das unterscheidet, wenn man das so will, die Höllenvorstellungen oder Höllenüberlieferungen im Buddhismus im Vergleich zu dem christlichen Bild, das ja sagt, wenn du einmal drin bist, kommst du nie mehr raus.
Und der Erwachte sagt, jedes Erleben ist bedingt, ist karmisch gewirkt. Und wenn die Bedingungen sozusagen aufgebraucht sind, dann ist es auch wieder zu Ende. Und deshalb kommt es auch, dass wir in dem Kanon Beispiele finden, wo gesagt wird, XY ist aufgrund seines Handels ja, da in die Hölle gekommen. Beispiel Mallika, eine Schülerin des Buddha, die sich trotzdem mal daneben benommen hat, kräftig, die war ein paar Tage sozusagen in dieser Existenzform und war dann befreit. Und Devadatta, einer der großen Gegenspieler des Buddha, der auch einen Mordanschlag auf den Erwachten ausgeübt hat, oder mehrere sogar, von dem heißt es, dass er ein Weltzeitalter diese Erlebensform erleiden oder erdulden muss. Also da seht ihr auch diese große Bandbreite. Ich habe ein paar Texte noch rausgesucht, die den einen oder anderen Aspekt da noch hinzufügen und das Ganze ein bisschen verdeutlichen. Mag nun einer mit rechter Rede sagen, einzig unerwünscht, einzig unbegehrt, einzig unangenehm, so mag er das eben von höllischer Welt mit rechter Rede sagen. Einzig unerwünscht, einzig unbegehrt, einzig unangenehm. Da man es ja auch im Gleichnisse nicht wohl dartun kann, wie tief die Leiden höllischer Welt sind. Das Hauptstichwort war hier einzig. Ja, und vergleichen wir das immer mit unserer Lebenssituation, wo wir auch Schmerz haben, seelischen Schmerz, geistigen Schmerz, aber eben nicht nur einzig, sondern bei uns balanciert sich das, wechselt sich das ab. Und hier ist es ganz konzentriert. Diese einzige Gefühlsdimension, die eine lange Zeit dauern kann. Die sogenannten Lebenswelten der sechs Berührungsbereiche habe ich gesehen, sagt der Buddha. Was auch immer man dort mit dem Auge an Formen erblickt, mit dem Ohr an Tönen hört, mit der Nase an Düften riecht, mit der Zunge an Schmeckbarem kostet, mit dem Körper an Gegenständen berührt, mit dem Geist an Dingen erkennt. Man erlebt nur Unerwünschtes, nichts Erwünschtes, man erlebt nur Unangenehmes, nichts Angenehmes, man erlebt nur Unerfreuliches, nichts Erfreuliches. Da ist nochmal gesagt, diese Konzentration, dieses Fixiertsein auf diese eine Gefühlsqualität, aber das Neue, was hinzukommt, ist sozusagen diese psychologische Betrachtung, woher die Gefühle kommen. Sie bekommen über unsere Sinneskontakte. Man sieht was, ist nicht schön fürs Auge. Man hört etwas, hört sich schlimm an. Nicht? Man riecht etwas, ist Gestank. Man schmeckt etwas, ach wie furchtbar. Ja, man denkt etwas, grauslicher Gedanke. Also über die sechs Sinne, fünf äußeren und fünf in die eine innere Sinnestätigkeit, produziert eben in dieser Erlebensform nur Unangenehmes. Jetzt kommt was Interessantes, weil im Westen ja immer gefragt wird, ja, wo ist denn die Hölle und gibt sie denn wirklich und so ein Quatsch und das habe ich doch in der Schule schon nicht geglaubt und sowas. Und da geht der Buddha jetzt an dieser Stelle indirekt darauf ein. Er sagt nämlich, der unerfahrene, gewöhnliche Mensch, der redet also, im Grunde des Ozeans ist das höllische Feuer. Das aber wird von unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen gesagt und ist nicht wahr. Und das gibt es auch nicht. Eine solche Bezeichnung kommt den körperlichen Peingefühlen zu. Sie sind das höllische Feuer. Ja? Also damit ist viel an der Debatte überhaupt weg, ob es denn sowas geben kann wie Hölle oder Himmel, weil hier gesagt wird, zweierlei. Es wird einmal gesagt, jawohl, Hölle gibt es, aber es wird dann auch gesagt, die Dimension, wo Hölle existiert, nämlich im Erleben. Wir brauchen nicht Hölle irgendwie unter der Erde zu suchen oder irgendwie physisch, kosmisch auszumachen, wie viel Kilometer das entfernt ist, über uns, unter uns, neben uns, sondern Hölle existiert, Fußnote, wie alle anderen Erfahrungen auch, eben nur auf der Ebene des Erfahrens, des Erlebens. Oder sagen wir, auf der Ebene des Bewusstwerdens. Und wenn wir uns das angucken, was kann uns bewusst werden, dann kann höllisches bewusst werden
und kann Himmlisches bewusst werden. Dass wir das tief einspeichern, dass Himmel und Hölle und alle anderen Erfahrungsmöglichkeiten eben Erfahrungsmöglichkeiten sind und nicht irgendwelche sogenannten objektiven materiellen Gegebenheiten. So viel zur Hölle. Mag genügen, bevor ihr euch fürchtet. Eines anderen Menschen Herz durchschaue ich, und ich erkenne, dass er infolge seines Lebenswandels nach dem Tode in das Tierreich gelangen wird. Und später sehe ich mit himmlischem Blick, wie er im Tierreich Qual, Pein und Schmerz erduldet. Das geschieht so wie in diesem Gleichnis. Da ist eine mannstiefe Grube voll Jauche. Geradenwegs auf diese Grube zu, wandert ein in der Höllenglut erhitzter, ausgedörrter, dürstender Mann. Und ein scharfsichtiger Mann, der ihn erblickt, sagt voraus, dass jener auf seinem Wege zu der Jauchengrube kommen wird. Und später sieht er ihn, wie er in die Grube gefallen, dort Qual, Pein und Schmerz erduldet. So, an diesem Punkt gibt es erstmal keine Diskussion, weil wir wissen, dass es Tiere gibt. Also ich habe noch keinen kennengelernt, der nun das Tierreich in Frage gestellt hätte. Da haben wir sozusagen ein Heimspiel, weil tierische Existenz, zumindest was so die Äußerlichkeiten der Tierformen angeht, uns bekannt ist. Was uns nicht so sehr bekannt ist aus eigenem Erleben ist, was Tiere an Gefühlsqualität haben. Ja, wir hören die Vögel zwitschern und denken, ach wie schön, denen geht's gut. Ja? Kann man assoziieren, aber wenn man näher hinguckt, wird man feststellen, dass das stimmt, was der Buddha hier sagt, dass sie Qual, Pein und Schmerz erdulden. Da ist ein Wort schon weggefallen, was bei dem höllischen Erleben am Anfang stand. Da stand nämlich, sie erleben nur Schmerz, Qual und Pein. Das ist nur, ist bei den Tieren weg. Auch hier dominiert das negative Gefühl, Angst, Sorge, ja, Furcht vor anderen Tieren, gefressen werden, Daseinsbangnis. Aber Tiere haben auch schon Formen von primitivem vielleicht, wie auch immer, sinnlichem Wohl. Jedes Tier frisst gern, jedes Tier schläft gern. Und die meisten Tiere haben auch sowas wie Sexualität. Also das sind ihre Grundgenüsse, aber darauf beschränkt sich das mehr oder weniger, weil sie instinktive Wesen sind, die ihre Gefühlsbefriedigung aus Sinnentrieben beziehen, aber nicht so sehr aus geistigen Vorstellungen oder Ideen, weil ihnen das nicht so eigen ist, wie das Menschen eigen ist. Das Grundproblem der Tiere ist ihre Verblendung. Ihr Nichtwissen. Deshalb ist hier das Sinnbild oder das Gleichnis, das verwendet wird, die Jauchengrube. Also wer da reinfällt, weiß, was tierische Existenz ist. Es ist irgendwie nicht sauber wirklich. Es ist ein bisschen schmuddelig, wenn man in so eine Grube fällt. Und vor allen Dingen, wenn man die Augen aufmacht, sieht man nichts. Ja? Die Augen sind verklebt. Oder es ist einfach dunkel, Brühe. Und das ist Situation von Tieren, die eben kein geistiges Verständnis haben, die instinktgebunden sind und deshalb auch keine Läuterungsmöglichkeiten haben. Es ist schwer möglich, aus sich heraus ja etwas zur Veränderung der Situation zu tun. Und der Erwachte sagt an mehreren Stellen, wie schwierig es ist, ich glaube, es kommt auch in dem Zitat gleich nochmal zum Ausdruck, wie schwierig es ist, sich zu befreien, wenn man einmal hinabgesunken ist auf den tierischen Stand. Wollte ich, sagt der Buddha, auf mancherlei Weise Dinge der Tierwelt euch deuten, so könnte man es doch nicht wohl durch Worte fassen, wie tief die Leiden der Tierwelt reichen. Das heißt Unaussprechlichkeit im Vergleich zu unseren Erfahrungsmöglichkeiten. Gleich wie wenn ein Mann eine einkehlige Reuse in den Ozean würfe, die würde da vom östlichen Winde nach Westen getrieben, vom westlichen Winde nach Osten, vom nördlichen nach Süden, vom südlichen Winde nach Norden getrieben. Und es wäre da eine einäugige Schildkröte, die alle 100 Jahre einmal emportauchte. Was meint ihr nun? Sollte da etwa diese einäugige Schildkröte mit ihrem Halse in jene einäugige Reuse hineingeraten?
Wohl kaum, ist die Antwort, oder doch nur irgendeinmal vielleicht im Verlaufe langer, langer Zeiten. Eher noch, sagt der Erwachte dann, mag die einäugige Schildkröte mit ihrem Hals in jene einäugige Reuse geraten, aber schwieriger ist es, sage ich, ist Menschentum erreichbar, sobald der Tor einmal in die Tiefe hinabgesunken. Und warum das? Weil es dort, ihr Mönche, keinen gerechten Wandel, keinen geraden Wandel, kein heilsames Wirken, kein hilfreiches Wirken gibt. Einer den anderen auffressen ist dort der Brauch, den Schwachen ermorden. Und damit ist charakterisiert, was Tierheit bedeutet. Aber wir sollten jetzt, wenn wir an Tiere denken, nicht unbedingt an unseren Pfiffi zu Hause denken, der noch relativ menschennah ist. Ja, also manchmal haben ja Hunde, haben es ja besser als Menschen, ja, wenn man das vergleicht, oder Katzen oder Haustiere eben. Gucken wir uns um, in welchen Varianten Tiere vorkommen, da sind unsere Haustiere die Ausnahme schlechthin. Ja, sowohl von ihrer Gefühlsqualität, als auch von ihrer Menschennähe, das heißt auch von der Möglichkeit, andere Formen des Erlebens einfach nur zu sehen und mitzukriegen. Die allermeisten Tiere sehen ja ganz anders aus. Denken wir an den großen Bereich der Insekten. Ja? Nur mal das herausgegriffen. Was ist da an Möglichkeiten der Befreiung? Was ist da an Möglichkeiten des Verstehens? Praktisch keins. Ja? Und deshalb hier das Gleichnis. Wenn du einmal abgesunken bist in den Bereich, dann bist du wie eine Schildkröte, die nichts sieht, die im großen Ozean unterwegs ist, alle 100 Jahre einmal auftaucht. Und welchen Zufall in Anführungsstriche bräuchte es, um da in so eine Reuse hinein zu geraten, die ein Fischer ausgeworfen hat? Fast undenkbar, es sei denn, man rechnet in ganz, ganz großen zeitlichen Dimensionen. Eine kleine Alternative lernen wir jetzt kennen, wo wir sehen, dass es Licht und Schatten in der Tierheit auch gibt. Da sagt der Buddha, tötet einer, stiehlt, führt unrechten Wandel in Sinnenlüsten, lügt, ist ein Zwischenträger, redet roh, schwätzt, ist habgierig, gehässig und hat falsche Ansichten. Also macht alles, was man praktisch falsch machen kann. Doch er versieht Asketen und Priester mit Speise und Trank, Kleidung und Gefährt, Blumen und Räucherwerk, Salben, Lager, Wohnung und Beleuchtung. Beim Zerfall des Leibes nun nach dem Tode erscheint er unter Elefanten, Pferden, Rinden oder Hunden wieder. Dort aber werden ihm Speise und Trank sowie Girlanden und mancherlei Schmuck zuteil. Weil er nämlich hier dem Töten ergeben war, dem Stehlen etc. etc. und falscher Ansicht, ist er eben dort wieder erschienen. Weil er aber Asketen und Priestern mit Speise und Trank etc. etc. versehen hat, werden ihm dort nun Speise, Trank sowie Girlanden und mancherlei Schmuck zuteil. Hier ist deutlich, dass Ursache und Wirkung immer entscheidend sind dafür, wo man wiedergeboren wird, welche Berührungen durch entsprechende Umwelt auf uns zukommen und welche Gefühle hier aufsteigen. Und das Beispiel zeigt, dass auch das Tierreich, das, wie ich sagte, unglaublich vielfältig ist, menschennähere Bereiche hat und menschenfernere Bereiche, und sich auch im Tierreich unterschiedliches karmisches Wirken in unterschiedlichen Gefühlen ausdrückt. Also der Hund, die Katze, warum sie das geworden ist, wissen wir im Einzelnen nicht, aber der karmische Hintergrund gibt ihnen die Möglichkeit, im Vergleich zu ihren tierischen Leidensgenossen doch relativ viel an angenehmen Gefühlen und angenehmen Erfahrungen zu haben. Jetzt wird's gruselig, das Gespensterreich kommt jetzt dann. Eines anderen Menschen Herz durchschaue ich und erkenne, dass er infolge seines Lebenswandels nach dem Tode in das Gespensterreich gelangen wird. Und später sehe ich ihn mit himmlischem Blick, wie er im Gespensterreich viel Qual erduldet. Das geschieht wie in diesem Gleichnis. Da steht auf einem schlechten Boden ein Baum mit spärlichem Laub, der undichten Schatten wirft.
geradenwegs auf diesen Baum zu wandert ein in der Sonnenglut erhitzter, ausgedörrter, dürstender Mann, und ein scharfsichtiger Mann, der ihn erblickt, sagt voraus, dass jener auf seinem Wege zu dem Baum kommen wird, und später sieht er ihn, wie er im Schatten des Baumes sitzt und viel Qual erduldet. Bevor ich zu dem Teil nochmal speziell komme, will ich ein paar Bemerkungen noch einfließen lassen zu der Lehrrede insgesamt. Denn ihr werdet feststellen, dass da so eine bestimmte Struktur ist. Denn es taucht jedes Mal ein Mann auf, der unterwegs ist, der in einer Gegend läuft, wo ihm die Sonne auf den Kopf knallt, wo sozusagen Wüste ist oder Hitze ist. Er hat immer Durst, hat immer Verlangen, er will irgendwas und erlebt immer was Besonderes. Ja? Bei der Hölle haben wir gesehen, er ist unterwegs, von oben knallt die Sonne, aber statt dass er jetzt was zu trinken kriegt, fällt er noch in eine Grube hinein, wo es noch ordentlich brennt, weil da Kohlen drin sind. Und das ist Prinzip Hölle. Man wünscht sich was, aber das genaue Gegenteil passiert. Ja? Nochmal, Hölle ist kein physischer Ort, sondern Hölle ist eine Form des Erlebens. Und höllisches Erleben heißt, ich will was und ich krieg genau das Gegenteil. Dann haben wir das Tier. Ich will was, aber krieg wenig, krieg Schlechtes. Im Gespensterreich, wo wir jetzt sind, werden wir sehen, wie da die Qualität ist. Ich habe eine lange Wanderung hinter mir, die Sonne knallt, ich habe Durst, aber was erlebe ich? Ein Bäumchen mit ein bisschen Schatten. Ja? Das ist schon nicht mehr das Gegenteil von dem, was ich mir wünsche, sondern ist schon ein bisschen was, aber es ist nur die kleine Münze vom Glück. Ja, die Sonne ist immer noch da und ich muss gucken, dass ich mich so ein bisschen bewege, dass ich von dem Schatten was mitkriege. Das ist ja Lebensform, die hier als das Gespensterreich beschrieben wird. Stichwort war viel Qual. Es tut immer noch weh. Also die unangenehmen Gefühle, die schmerzlichen Gefühle sind hier immer noch in der Vorhand. Aber es ist schon ein bisschen Erleichterung. Und wenn wir an anderer Stelle sehen, was der Buddha zur Charakterisierung dieses Erlebensbereiches sagt, dann sagt er immer, es ist eine Erfahrung von Mangel. Mangelerfahrung ist die dominierende Erfahrung, die wir da machen. Und deshalb werden die Petas, wie es in Pali heißt, und in der deutschen Übersetzung kommt das mit Gespenster immer rüber, werden auch oft als Hungergeister bezeichnet. Ja? Hungergeister sind Wesen, die Hunger haben, Durst haben, Bedürfnisse haben, aber sie nie erfüllt bekommen oder nur ganz, ganz spärlich. Und auf tibetischen Bildern sieht man oft so Menschen mit ganz dicken Leibern, sprich, ich brauche viel an Nahrung, aber ganz dünnen Hälschen, wo fast nichts reingeht. Und das ist die Erlebensform, viel brauchen, viel nötig haben, aber nur spärlich aus der Außenwelt etwas bekommen. Und was das Ergebnis davon ist, ist klar. Mangelerscheinung ist immer mit unangenehmen, schmerzhaften Gefühlen verbunden. Da gibt es eine ganze Reihe von Schilderungen, wo dann auch deutlich wird, wie das im Einzelnen aussieht. Ja? Also, dass die Wesen sich dort wie alle anderen Wesen auch ernähren müssen, aber die Ernährung nicht so aussieht wie da drüben, sondern ekelerregende Dinge sind Dreck, also unangenehme Speisen, verdorbene Speisen, das, was aussortiert ist, Abfall, dass die Menschen oder die Wesen darunter leiden, dass ihre körperlichen Funktionen nicht richtig aktiv sind, es nicht richtig funktioniert, dass es Gebrechen gibt, dass diese Wesen eher hässlich sind als schön, ja, dass sie nackt sind, dass sie sich selbst vor sich schämen und im Umgang mit anderen schämen. Also alles Situationen, wo man sagt, so soll es nicht sein. Ich habe Bedürfnisse, aber diese Bedürfnisse werden nicht so erfüllt, wie ich mir das wünsche. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Und nur nochmal, um den Hinweis auch zu geben, Ursache und Wirkung. All das, was ich hier sage, aber mit Fokus auf dem Gefühl. Ja, ich sage nicht alles zu dem, was wir zu den Lebensbereichen sagen könnten. Ich gucke jetzt mehr auf die Gefühlsqualitäten. Aber überall gilt Ursache und Wirkung.
Und so wie die Höllenwesen, ja, die Schmerz erfahren, nur Schmerz erfahren, ist deshalb erfahren, weil sie früher oder jetzt voller innere Glut sind, voller Hass sind, voller Ärger sind, anderen Wesen Leid bereiten, anderen Wesen Schmerz bereiten, sie dann in eine Erfahrungssituation kommen, wo sie selbst unter ihren eigenen Eigenschaften leiden, weil Erfahrung nichts anderes ist, äußere Erfahrung nichts anderes ist, als die Widerspiegelung der inneren Herzensqualitäten und daraus hervorgehenden Handlung. So gilt das für alle Lebensbereiche. Und die Gespenster, die Petas, die Hungergeister sind es deshalb, weil sie von ihrer Herzensqualität festhalten, nicht geben, geizig sind, nicht großzügig sind, also mehr raffen als verteilen und deshalb eine Welt erleben oder eine Welt erleben müssen, die auch festhält, die auch nicht gibt. Alles ist da, aber man kommt nicht hin, weil das, was man selbst hat, auch nicht weitergegeben wird. Also hier die Korrespondenz zwischen Handeln und Erleben, wie immer auch. So ein Selbstzeugnis aus dieser Ecke. Mein Herz von Hunger wird verzehrt, es brennet und es raucht davon. Zu trinken ich bekomme nichts, sieh, welches Unglück mir beschert. Das ist so ein Wesen, das so formuliert. Durst und Hunger, aber keine Erfüllung. Dann noch eine andere Schilderung. Sie, die Petas, stehen vor den Mauern da, an Kreuzungen, an Plätzen auch. Sie stehen an Pfosten vor der Tür zum eigenen Haus gekommen her. Zum Essen, Trinken, Fülle gibt's an Nahrung, die vorhanden ist. Doch niemand an die Wesen denkt, die einst sich so ihr Los gewirkt. Nur wenn von Mitleid sind erfüllt Verwandte, solche geben dann rechtzeitig, was erlesen ist, an passend Essen, Trinken. Für unsere Verwandten sei es, Verwandte sollen glücklich sein, und diese dann versammeln sich, Verwandte aus der Peterwelt, was ist an Essen, Trinken da, des freuen sie aufrichtig sich. Das ist schwer zu verstehen, wenn man das nur hören muss, aber da ist angesprochen, eine Sitte, die heute in Asien noch gang und gäbe ist an vielen Ecken, die mit der Bewusstsein zu tun hat, dass die Verstorbenen nicht weg sind. Nicht? Das Wort Peta heißt im Pali, was übersetzt als Hungergeist, als Gespenst, also wörtlich übersetzt heißt es Peta Paita, die Weggegangenen, die Vorangegangenen, also es sind einfach die Menschen, die verstorben sind. Und die allermeisten Wesen, sagt der Erwachte, gehen in diese Richtung heutzutage. Innere Armut erzeugt äußere Armut. Und was hier an Sitte, an Gebrauch noch genannt ist, ist einfach die Tatsache, dass viele Asiaten, wenn sie was essen, ein kleines Schälchen oder Tellerchen nehmen und da etwas drauf tun von ihrem Essen und es den Petas widmen. Sagen sozusagen hier, das ist für euch. Und der Überlieferung nach, und das betont der Buddha auch, sei es möglich, dass diese jenseitigen Wesen, diese Petas für uns nicht sichtbar von dieser Nahrung sich ernährt. Wobei es da natürlich nicht um den grobstofflichen Teil des Essens geht, sondern um ja die Widmung selbst, um das Geben und das Feinstoffliche, das damit verbunden ist. Noch ein Selbstzeugnis. Ich schäme mich, ich ekle mich, als Nackte hier herauszugehen. Bedeckt bin ich mit Haaren nur, hab wenig an Verdienst gewirkt. Nicht? Also das ist der Schmerz über sich selbst, nicht ein Schmerz, der von außen jetzt zugefügt wird oder durch einen Mangel an äußeren Dingen, sondern eine Scham, in welchem Zustand man sich denn selbst befindet. Und hier nochmal eine Begründung. Warum es zu diesem Zustand gekommen ist. Es nahm mich meiner keiner an, o Herr, der Vater nicht, die Mutter nicht und kein Verwandter, der mich zum Geben und zum Gabenspenden hätte veranlasst, mit heiterem Herzen an Asketen und Brahmanen. Seitdem wandere ich herum 500 Jahre in der Missgestalt hier, in dieser Nacktheit, verzehrt von Hunger, und verzehrt von Dürsten. Das ist die Frucht von meinem bösen Wirken.
Also hier sagt dieser Peter selbst, bei mir zu Hause war es nicht gang und gäbe, dass man gab. Ja, Großzügigkeit war ein Fremdwort. Ich habe das nie gelernt, offenherzig, freigebig zu sein. Und erlebe das jetzt selbst. Ja. Ich erlebe ja nur meine eigene Vergangenheit. Der Buddha sagt ja, die Menschen, die Wesen sind Erben ihres eigenen Tuns. Hier wird die Erbschaft angetreten. Nie etwas gegeben, immer nur genommen heißt, Welt gibt nicht, die Welt behält alles selbst, was an Fülle da ist und entsprechendes Leiden entsteht. So, jetzt wird's langsam besser. Wir haben drei Existenzbereiche hinter uns. Wenn ihr das buddhistische, tibetische Lebensrad kennt, ja, dann ist das aufgeteilt in 6 Bereiche meistens. Und da gibt's die untere Hälfte, da geht's nicht wirklich gut zu. Mit dieser unteren Hälfte der Erlebensmöglichkeiten haben wir uns jetzt beschäftigt. Und dann gibt es je nachdem 2 oder 3 Erlebensformen, die in der oberen Hälfte dieses Daseinsrades zu finden sind. Und da ist jetzt langsam Zeit zum Aufatmen. Und das beginnt schon mit unserer Menschenwelt, ja, dass wir uns das vor Augen halten, dass die Menschenwelt trotz großer Belastungen schon eine Welt ist, wo es sehr viel an angenehmen Gefühlen und Erfahrungen gibt. Eines anderen Menschen Herzen durchschaue ich und ich erkenne, dass er infolge seines Lebenswandels nach dem Tode in die Menschenwelt gelangen wird. Und später sehe ich ihn mit himmlischem Blick, wie er in der Menschenwelt viel Glück erlebt. So, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Oder noch nicht ganz erreicht. Aber hier sehen wir schon den Umschwung. Das Wort heißt hier viel Glück. Und das Gleichnis geht wie folgt. Das geschieht wie in diesem Gleichnis. Da steht auf gutem Boden ein Baum mit dichtem Laub, der undurchdringlichen Schatten wirft. Geradenwegs auf diesen Baum zu wandert ein in der Sonnenglut erhitzter, ausgedörrter, dürstender Mann und ein scharfsichtiger Mann, der ihn erblickt, sagt voraus, dass jener auf seinem Wege zu dem Baum kommen wird und später sieht er ihn, wie er im Schatten des Baumes sitzt und viel Glück erlebt. Also die Lebenssituation ist im Grunde die gleiche. Der Wanderer ist unterwegs noch, wie wir leben. Und Leben heißt ja nichts anderes, immer unterwegs sein, immer irgendwo hin wollen, wo es besser ist, wo es schöner ist, wo es befriedigender ist. Und das gilt für das Menschentum genauso. Also der Wanderer ist immer noch unterwegs, muss sich immer noch anstrengen, ist immer noch nicht am Ziel, ist immer noch der Sonne ausgesetzt, aber er findet ab und zu mal einen Ruheplatz, wo er sich hinsetzen kann und wo er geschützt ist vor der Sonne, ja, wo er glückvolle Erfahrung hat. Und das ist das Charakteristische für menschliche Existenz, eben 2 Arten von Gefühlen im Wechsel zu haben. Einmal leidvolle Gefühle, die immer wieder auftauchen, körperliche, seelische, aber auch freudvolle Gefühle, die im Wechsel sind. Und der Erwachte sagt, das ist die große Chance in der Existenz, diesen Wechsel zu sehen, weil dieser Wechsel den Geist wach macht. Wer nur glücklich ist, der fragt nicht weiter, der genießt. Wer nur Zahnschmerzen hat, der fragt auch nicht weiter, weil er nur mit dem Kopf gegen die Wand rennt, so ungefähr, um diesen Zahnschmerz loszuwerden. Aber Menschen, die beides erleben, Zahnschmerz und Urlaub, die kommen natürlich auf die Idee zu fragen, wie kann ich den Urlaub verlängern und die Zahnschmerzen zu verkürzen. Dadurch entsteht geistige Aktivität. Und wenn diese geistige Aktivität eine gewisse Qualität hat, ist es möglich, dass unser Geist in Kontakt kommt mit buddhistischen oder anderen spirituellen Lehren, die sagen, es gibt nicht nur die Möglichkeit, ein guter, netter, freundlicher Mensch zu sein, der froh und glücklich ist, sondern es gibt noch andere Dimensionen der Erfahrung, die noch nach oben hinausgehen, um das Bild zu gebrauchen. Und vor allen Dingen Verhaltensweisen, die verhindern, dass man in diese Daseins- und Erlebnisformen absinkt, von denen ich vorher gesprochen habe. Deshalb ist das menschliche Leben ein Geschenk, kann man fast sagen, wobei man sich das Geschenk natürlich selbst gemacht hat, karmisch gesehen. Und die Chance und die Aufforderung ist, dieses Leben zu nutzen und nicht nur dafür zu nutzen, die banalen Alltagsdinge zu tun.
So, und jetzt drei Texte, um mal zu demonstrieren, wie unterschiedlich die Bandbreite jetzt im menschlichen Leben allein ist. Ja? Wie unterschiedlich da die Würfel fallen können und wie das los aussieht. Stichwort 1 heißt Sinnesfreuden. Man kann aber jemanden sehen, der begrenzt und beringt, gebadet und gesalbt ist, Haar und Bart gepflegt hat, nach Wunsch wie ein König von Frauen umgeben. Von ihm sagt man, was hat dieser liebe Mann getan, dass er begrenzt und beringt, gebadet und gesalbt, Haar und Bart gepflegt hat, nach Wunsch wie ein König von Frauen umgeben ist. Und sie antworten dies. Dieser liebe Mann besiegte einen Feind des Königs und tötete ihn. Befriedigt darüber überschüttet der König ihn mit Geschenken. Darum ist dieser Mann begrenzt und beringt etc. etc. So ein Beispiel aus dem Leben, natürlich jetzt 2500 Jahre zurück, wo es im alten Indien noch Könige gab. Übrigens gibt es die ja heute noch, wo die Günstlinge des Königs ja alles hatten, was sie gebraucht haben. Und man muss heute kein Günstling des Königs sein, sondern vielleicht ein Günstling der Regierung oder irgendjemand, der Einfluss hat. Und schon ist es die Möglichkeit, all das, was man im Leben so braucht und sich wünscht, an materiellen Dingen zu bekommen. Im menschlichen Dasein. Aber im menschlichen Dasein gibt es genau auch das Gegenteil. Und da ist die Überschrift Todesstrafe. Da ist aber ein anderer Mann mit einem starken Strick die Arme fest auf den Rücken gebunden, völlig kahl geschoren, der unter lautem Trommelwirbel von Straße zu Straße, von Platz zu Platz herumgeführt wird, bis er zum Südtor hinausgeht, wo ihm der Kopf abgeschlagen wird. Von ihm sagt man, was hat dieser liebe Mann getan, dass ihm das geschieht? Und sie antworten dies, dieser liebe Mann war ein Feind des Königs. Er beraubte eine Frau oder einen Mann des Lebens, darum nahm ihm der König das Leben, man nahm ihn fest und enthauptete ihn. So, kann nicht in Deutschland gewesen sein, weil die Todesstrafe abgeschafft ist. Aber wir sehen, dass im menschlichen Dasein auch das Schlimmste passieren kann, dass man seines Lebens beraubt wird. Und ich brauche nicht viel zu sagen, wie unterschiedlich die Gefühlsqualitäten sind bei dem ersten Beispiel und bei den beiden. Letzten Punkt. Alles innerhalb menschlicher Erfahrung, auch innerhalb des Erfahrungsbereiches, den wir aus der Zeitung oder aus eigenem Erleben kennen. Und jetzt eine ganz andere Dimension, auch im Menschlichen erfahrbar, nämlich die Formen von Gefühlsqualitäten, die in der Meditation beispielsweise auftauchen können und damit schon eine ganz andere Dimension der Existenz hier, ja, in Roseburg oder wo immer wir wohnen, uns zeigen. Da geht es um rechte Sammlung, also Konzentration des Geistes, Einigung des Geistes. Und das wird so geschildert, das ist eine traditionelle Formel, wie diese Art von Meditation bezeichnet wird. Da weilt ein Mönch fern von sinnlichem Verlangen und fern von den unheilsamen Dingen in der ersten Vertiefung, die von Denken und Überlegen begleitet, aus der Abgeschiedenheit geboren und von Entzücken und Freude getragen wird. Wenn Denken und Überlegen zur Ruhe gekommen sind, sammelt sich das Gemüt und wird still und erweilt in der zweiten Vertiefung, die ohne Denken und Überlegen aus der Sammlung geboren und von Entzücken und Freude getragen ist. Nach dem Nachlassen des Entzückens weilt er gleichmütig, achtsam und klar bewusst, und er verspürt ein Wohl im Körper, von dem die Edlen sagen, der gleichmütig Achtsame ist ihm wohl. So weilt er in der dritten Vertiefung. Nachdem er Wohlempfinden und Schmerz losgelassen hat und frühere Freudigkeit und Missmut geschwunden sind, weilt er in der vierten Vertiefung, in der Reinheit von Gleichmut und Achtsamkeit, frei von Schmerz und von Wohlempfinden. Menschliches Erleben, aber aus einer ganz anderen Dimension, weil die Gefühlsqualitäten, die hier beschrieben sind, reale, real erfahrbare Gefühlsqualitäten sind, aber eben nicht mehr durch äußere Sinneskontakte entsteht.
braucht man nicht mehr gesalbt und gebadet sein und von Frauen umgeben sein. Sondern es sind Gefühlsqualitäten, die aus der Reinheit des Herzens kommen. Und wenn ihr mitgezählt habt, waren das jetzt 4 Stufen, die jeweils in das Subtilere, in das Feinere hineingegangen sind und jeweils gezeigt haben, dass auf der Gefühlsskala, selbst wenn es nur innere Gefühle sind, immer noch, nennen wir es Fortschritte, nennen wir es Vertiefungen, möglich sind. Es beginnt mit einem Wohlgefühl im Geist und im Körper und es endet mit dem Gefühl des Gleichmuts, was über das Wohlgefühl hinausgeht, aber immer noch ein größeres Wohl ist als jedes Wohlgefühl. Soweit zum Menschlichen. Und da haben wir fast den Übergang schon. Wenn wir uns vorstellen, dieser Mensch oder wer auch immer würde in diese Meditation versinken und nie mehr aufwachen und nie mehr daraus hervorgehen, nie mehr wieder herabsinken auf unsere menschliche Lebensqualität, dann wäre der Betreffende in einer Lebensform, die man auch himmlisch nennen kann. Das ist nämlich schon eine Entfaltung, eine innere Entwicklung in dieser Lebensqualität hinein. Und damit sind wir beim Himmlischen schon angelangt. Eines anderen Menschen Herz durchschaue ich und ich erkenne, dass er infolge seines Lebenswandels nach dem Tode in himmlische Welt gelangen wird. Und später sehe ich ihn mit himmlischem Blick, wie er in himmlischer Welt nichts als Glück erlebt. Und das geschieht wie in diesem Gleichnis. Da ist ein Sommerpalast mit luftiger, wohlgekletterter Terrasse mit einem Geländer versehen. Die Fenster sind überschattet, dort steht ein Ruhelager, weich und bequem gepolstert, mit wollenen Decken und zarten Gazellenfellen behängt. Zu beiden Seiten purpurne Kisten. Geradewegs auf diesen Palast zu wandert ein in der Sonnenglut erhitzter, ausgedörrter, dürstender Mann. Ein scharfsichtiger Mann, der ihn erblickt, sagt voraus, dass jener auf seinem Wege zu dem Palast kommen wird und später sieht er ihn, wie er auf dem Ruhelager auf der Terrasse des Palastes nichts als Glück erlebt. So, das Stichwort hier, nichts als Glück. Ja, also da ist die Gefühlsskala, die im Höllischen sozusagen ganz unten war, nichts als Schmerz und Leid, hat sich völlig verändert zu dem anderen Extrem, nichts als Glück, nichts als angenehme Gefühle, also etwas, was noch über der menschlichen Existenzmöglichkeit ist. Und das Gleichnis dafür spricht ja auch Bände. Da ist jemand, der wandert, der die ganze Zeit unterwegs war und kommt jetzt irgendwo an, wo er ruhen kann. Und zwar nicht nur unter einem dürftig beschatteten Baum, sondern in einer luxuriösen Umgebung. Ein Sommerpalast, ein Landhaus, wie immer man das bezeichnen mag, mit all den Dingen, die sozusagen die Sinne befriedigen, mit all den Dingen, die das uns bringen, was wir uns erwünschen. Ich muss aber hinzufügen, ich werde es gleich noch sagen, dass das ein klein bisschen täuscht, dieses Nichts als Glück hat doch noch einen kleinen Haken. Ja, also wir sind da noch nicht ganz angekommen, aber im Vergleich zu unserer Lebenssituation, da kann man schon sagen, nichts als Glück. So, schildern wir das ein bisschen in ein paar Worten noch, wie das der Buddha selbst bezeichnet. Er sagt, da hört jemand, dass die Wesen aus dem Himmel der 4 großen Könige langlebig, schön sind und große Freude genießen. Und das ist so ein Ausdruck für himmlische Existenz. Man wird nicht nur 80 Jahre alt, sondern diese Form des Erlebens dauert sehr viel länger. Das, was wir Schönheit nennen und jeden Tag so vorm Spiegel neu rekonstruieren wollen oder müssen, ist dann eine natürliche Gegebenheit, ne? Weil innere Schönheit, geistige Schönheit, seelische Schönheit sich in äußerer ästhetischer Qualität auch zeigt. Und Freude, das hatte ich schon genannt. Die Grundqualität dieser Erlebensform ist, es geht mir gut. Es geht mir sogar sehr gut. Ja, ist mir richtig toll. Um einen Vergleich zu bringen, sagt der Erwachende an anderer Stelle, selbst königliche Herrschaft unter Menschen ist armselig im Vergleich zu himmlischem Glück.
Also nehmen wir mal den König von Saudi-Arabien und denken uns ein, wie der sozusagen lebt, materiell. Ist für uns schon, ja, ist schon was, ja, materiell gesprochen. Und hier heißt es, selbst so eine königliche Herrschaft ist publik im Vergleich zu dem, was an sinnlichen Erlebnissen, an Glückserlebnissen, heißt an wohltuenden Gefühlen in dieser Erlebensform möglich ist. Den nächsten Text lasse ich aus, sag nur mal, auch da wird wieder betont, dass es einzig diese Erfahrung ist. Wünschen und erleben, was man wünscht. Ja, etwas brauchen und bekommen, was man braucht. Also das, was wir als Paradiesvorstellung haben. Alles ist da. Man muss sozusagen nur nehmen in dieser Erlebensform. Und noch ein Vergleich. Was meint ihr wohl, Mönche? Was ist größer? Dieser handgroße Stein, sagt der Buddha, den ich hier in der Hand habe, oder der Himalaya? Geringfügig ist dieser mäßige handgroße Stein, den der Erhabene da hat. Gegen den Himalaya, den König der Berge, kann er gar nicht gezählt, nicht gerechnet und nicht verglichen werden. Ebenso nun auch kann, was ein König als Kaiser mit den 7 Juwelen begabt und den 4 Vermögen dabei an Freude und Frohsinn erfährt, gegen himmlische Freude nicht gezählt werden, nicht gerechnet werden, nicht verglichen werden. So, also hat jeder das Gefühl, nix wie hin, ja, nix wie hin, hat auch einen gewissen Vorteil. Also ich denke immer gerade an den Bereich unserer körperlichen Existenz, ja. Jeder von uns hat Erfahrungen mit diesem Körper gemacht und wenn nicht, dann kommen die noch. Und wir können uns gar nicht wirklich vorstellen, was dieses Instrument, das wir lieben und schätzen und hätscheln und so, was das für ein Gefängnis ist und was das für eine Last ist. Und hier heißt es, dass in dieser Existenzform wohl noch in den unteren Bereichen körperliche Existenz da ist, noch Körperlichkeit. Das ist kein reine ja, geistige Daseinsweise an der Stelle. Aber eine große Befreiung schon eingetreten ist von all den Lasten, die wir sonst haben. Treppe hochsteigen, ernähren, sauber machen, Krankheit, jeden Tag zum Arzt oder was auch immer. Das sind Bereiche, die dort nicht mehr da sind. Nur das in einem Nebensatz nochmal zu erwähnen. Und ein letzter kleiner Text, ja, den gebe ich inhaltlich wieder. Um mal zu zeigen, wie nah und selbstverständlich dem Buddha und der damaligen Zeit die Auffassung war, dass es Götter gibt. Der Buddha ist hier bei einem Volk der Dichavya und spricht zu seinen Mönchen, guckt euch mal die Fürsten an, wenn die mit ihrem Wagen unterwegs sind. Die einen sind blau gekleidet, haben blauen Schmuck, blaue Hüte und Zierat und blaue Wagen. Andere sind rot, andere sind gelb und andere sind weiß. Und wer die Götter der 33, das ist so eine bestimmte Götterklasse, wer die noch nicht gesehen hat, der guckt sich einfach diese Fürsten mal an. Dann hat er eine Vorstellung über diese Götter. So, wir diskutieren drüber, ach Himmel, gibt's denn das? Ist das nicht ein Märchen? Was soll man denn davon halten? Und der sagt einfach, wenn ihr noch keine Götter gesehen habt, dann guckt euch doch mal die Heirat von Fürst, wie hieß der da? Ihr lacht, dann wisst ihr Bescheid. Guckt euch das mal im Fernsehen an, wie die beiden heiraten. Dann habt ihr eine Vorstellung, was so diese Götter so machen und wie die aussehen und was die für eine Umgebung haben. Da ist das göttliche Reich schon so ein bisschen bei uns rein. Zumindest was die Erfüllungsmöglichkeiten von materiellen Dingen angeht. Da ist das nicht wirklich fremd. Aber der Haken kommt. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, denn was geworden ist, vergeht wieder. Das ist das Dumme. Ja, und auch der Fürst von Monaco wird irgendwann mal merken, seine Grenze welken und er wird alt und schlapp und irgendwann ist dieses Dasein zu Ende. Und dann tritt das ein, was der Betreffende sich bis dahin an positiven oder negativen Dingen gewirkt hat.
Bei dem einen ist es was Positives, der andere ist dann auf der Straße und guckt dann später in die Paläste hinein, in denen er früher gewohnt hat. Soll heißen, dass alle diese Existenzformen und alle diese Möglichkeiten von Gefühlen, die wir erleben können in dieser Existenz, nie eine Lösung für Dauer sind. Auch himmlische Existenz ist keine Lösung. Selbst wenn man glaubt, na, jetzt habe ich erstmal eine Weile Pause, ich habe mal Ruhe über ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg, sondern auch das wandelt sich, das zerblättert und zerfieselt und zerrinnt wieder. Wobei ich, um es nicht zu lang zu machen, jetzt auslasse die Formen göttlichen Erlebens, die über das Sinnliche noch hinausgehen. Ja? Ich sagte ja vorhin am Beispiel der Meditation, welche Formen von Glück und Glücksgefühlen aus der Reinheit des Herzens erwachsen können und dementsprechend auch Wesen, die werden im Buddhistischen die Brahmas genannt, die mit menschlichen Qualitäten und Umwelterfahrungen gar nichts mehr zu tun haben, sondern die selbst leuchtende Wesen sind, die ihr Glück aus der inneren Reinheit des Herzens beziehen und gar nicht mehr von außen herannehmen müssen. So, damit ich in einer Stunde bleiben kann, jetzt noch der Ausblick, denn ich sagte ja, der Wanderer erreicht 5 Stationen. Manche Stationen sind sehr gruselig, also wenn er in den Kohlenhaufen fällt, tut's noch mehr weh als sonst. Manche Stationen sind eher angenehm, wenn er sich ausruhen kann. Aber das Entscheidende bei diesem Gleichnis ist, solange der Mensch wandert und er wandert und wandert, findet er eine Sache nie, egal wo, auch im Landhaus nicht. Er hat nämlich Durst die ganze Zeit, aber der Durst wird nie gestillt. Er kriegt nämlich nie Wasser zu trinken. Das ist das Problem. Und deshalb kann er auch im Landhaus nicht bleiben. Irgendwann muss er da wieder raus und er sucht weiter, aber wird innerhalb des existenziellen Gefüges, innerhalb dieser Daseins- und Erfahrungsmöglichkeiten nie eine solche antreffen, wo er sagen kann, so, hier bleibe ich, alles in Ordnung, es fehlt mir an nichts mehr, es ist keine Veränderung mehr möglich. Und das ist der Grund, warum der Buddha ein Buddha ist, weil er sagt und entdeckt hat, es gibt etwas, was darüber noch hinausgeht. Also was über das Göttliche noch hinausgeht, was auch über die Erfahrungsqualität von angenehmen Gefühlen noch hinausgeht, was jenseits davon ist. Eines anderen Menschen Herzen durchschaue ich und ich erkenne, dass er infolge seines Lebenswandels durch Abwehr der Anwandlungen, die anwandlungslose Befreiung des Geistes, die Befreiung durch Weisheit schon in diesem Leben erkennen, verwirklichen, erreichen und erleben wird. Und später sehe ich ihn, wie er schon in diesem Leben das Ziel erreicht hat und nichts als Glück erlebt. Das geschieht wie in diesem Gleichnis. Da ist ein Lotusteich mit klarem, frischem, kühlen Wasser, durchsichtig, leicht zugänglich, erquickend und nahe dabei ein tiefer Waldgrund. Geradenwegs auf diesen Lotusteich zu wandert ein in der Sonnenglut erhitzter, ausgedörrter, dürstender Mann. Und ein scharfsichtiger Mann, der ihn erblickt, sagt voraus, dass jener auf seinem Wege zu dem Lotusteich gelangen wird, und später sieht er ihn, wie in den Lotusteich erreicht, dort gebadet und getrunken, alle Qual, alle Pein und Erschöpfung überwunden hat, im Waldgrund sitzt und liegt und nichts als Glück erlebt. So, das wäre die Perspektive. Nicht für heute, nicht für morgen, aber für übermorgen. Weil da eine Dimension erreicht ist, man kann jetzt gar nicht mehr sagen, eine Existenzform oder so, weil das jenseits unserer Begrifflichkeit liegt. Wir kennen nur die Station des Wanderns, die Mängel und die positiven Erfahrungen. Wir wissen aber aus eigener Erfahrung nicht, was es heißt, jenseits davon zu kommen. Und das Jenseits ist der Bereich des Unbedingten. Was wir kennen, ist der Bereich des Bedingten, der angenehmen, unangenehmen Gefühle. Und das ist der Bereich, wenn man es so will, jenseits des Bedingten und auch jenseits der Gefühle. Letzter Satz.
damit wir auch hier den Erwachten nochmal hören, dann sagen wir zwei Dinge. Hunger ist schlimmste Qual, unbeherrschte Triebe größtes Leid. Den Weisen ist Nirvana höchste Seligkeit. Gesundheit ist das größte Gut, Zufriedenheit der beste Schatz, Nirvana höchste Seligkeit. Hier wird als Stichwort gesagt, worauf man den Geist orientieren soll, nicht auf die fünf Stationen, weil die alle nur vorübergehende Zwischenaufenthalte sind, sondern auf eine Dimension, die eben eine ganz andere Dimension ausmacht. Und von der heißt es so, es gibt jenen Bereich, wo weder Erde noch Wasser ist, weder Feuer noch Luft, nicht unbegrenzter Raum, nicht unbegrenztes Bewusstsein, nicht nichts und nicht weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung, weder diesseits noch jenseits, nicht Mond und nicht Sonne. Dort, sage ich, ist weder Kummer noch Leid, weder Kommen noch Gehen noch Bleiben, weder Schwinden noch Wiedererscheinen, ohne Halt, ohne Grundlage, ohne Bedingung ist dies. Es bedeutet das Ende des Leidens. Jenseits der Gefühle. Ich habe gehört, fragt einer, einstmals weilte der ehrwürdige Sariputta bei Rajagaha an der Fütterungsstätte der Eichhörnchen. Dort wandte sich der ehrwürdige Sariputta an die Mönche und sprach, ein Glück, ihr Brüder, ist das Nirvana. Ein Glück, ihr Brüder, ist das Nirvana. Auf diese Worte sprach der ehrwürdige Upali zum ehrwürdigen Sariputta also. Wie kann denn, o Bruder, ein Glück dort bestehen, wo es keine Gefühle mehr gibt? Darin, o Bruder, besteht gerade das Glück, dass es dort keine Gefühle mehr gibt.